Guten Abend und herzlich willkommen im Literaturhaus, auch im Namen des Verlags Kein und Aber. Herzlich willkommen Simon Meyer und herzlich willkommen Nora Zucker, die dieses Gespräch heute Abend moderieren wird. Mein Name ist Gesa Schneider, ich bin die Leiterin des Literaturhauses. Das ist eine Buchpremiere, digital. Ich freue mich sehr darauf. Nach Fleisch und Kuss heißt der neue Roman von Simon Meyer Reiz. Er ist gerade beim Verlag Kein und Aber erschienen und der Titel ist natürlich genial. Das Wort Reiz ist immer doppeldeutig. Einerseits kann es Liebreiz heißen und reizend, aber eben auch gereizt. Und wie viel universelle Wahrheiten sich an der Oberfläche des Alltäglichen, der kleinen Begebenheiten verstecken, das ist es, was mich an Simon Meyers Romanen immer wieder fasziniert. Und natürlich auch die genaue Beobachtungsgabe, die Hingabe, mit der sie sich ihren Figuren widmet. In Reiz geht es um Valerie und Luca. Valerie ist Mitte 50, Luca ist 20. Sie ist Journalistin, er Schulabbrecher, sie Zynikerin, er Idealist. Zwei Geschichten, die in der Erzählung peu à peu zusammengeführt werden. Aber mehr dazu gleich. Es geht heute Abend um Literatur, um Musik, um Macht, um Liebe, um Begehren. Simon Meyer ist Journalistin und Autorin, hauptsächlich Autorin. Sie hat hauptsächlich Journalistin, man kann es nicht genau gewichten. Sie hat viele Preise und Stipendien gewonnen und wurde als Kulturjournalistin des Jahres 2020 ausgezeichnet. Und sie gehört für mich zu den profiliertesten Kulturjournalistinnen der Schweiz und ist meines Erachtens auch eine der vielseitigsten und unvoreingenommensten. Sie hat mit das größte popkulturelle Wissen der Stadt, das behaupte ich jetzt einfach mal. Nora Zucker ist Kulturjournalistin und Moderatorin. Sie ist seit Januar Verantwortliche für Literatur beim Tagesanzeiger und ich freue mich sehr, dass sie den heutigen Abend moderiert. Und jetzt Bühne frei für Simon Meyer und Nora Zucker. Vielen Dank, guten Abend miteinander bei Ihnen zu Hause. Ich hoffe, Sie haben sich's auch gemütlich gemacht. Simon Meyer und ich stoßen jetzt hier ein bisschen auf Distanz an mit Rosé-Champagner, wie ich finde, passt es sehr gut zu deinem Buch, zum Wohl. Ich hoffe, Sie haben auch was Gutes zu trinken und sitzen im gemütlichen Licht Ihres Screens, in den Sie jetzt gucken, wenn Sie mit uns diese Buchpremiere feiern. Ich danke Gesa Schneider für die Begrüßung und das viele, was sie schon gesagt hat. Ich möchte mich da gerne anschließen. Was man vielleicht über Simon Meyer noch wissen muss oder könnte, ist, sie mag Abschiedsszenen fremder Menschen an Bahnhöfen sehr gerne, hat sie mir verraten. Sie mag auch den Schmerz schmelzender Eiswürfel und Fernsehen ist für sie Aquarium mit Menschen statt Fischen drin und das schlechte Fernsehen findet sie mit Abstand das Beste. Ich muss sagen, dass wenn Simon Meyer über den Bachelor schreibt auf 3+, dann sind ihre Besprechungen die wirkliche Unterhaltung und ich bin auch wahnsinnig froh, dass sie in welcher Geschwindigkeit auch immer schon die Autobiografie von Bill Kaulitz von Tokyo Hotel gelesen hat. Da konnte ich mir die 400 Seiten sparen. Simon Meyer schreibt sinnlich, sehend und schlau, eben unter der Woche journalistisch und am Wochenende literarisch. Und jetzt seit einem Monat ist ihr drittes Buch Reiz in der Welt und ich würde sagen, Bühne frei für Simon Meyer und die erste Lesung. Ja, vielen Dank Nora, vielen Dank Gesa. Ihr seid entzückende Gastgeberinnen heute Abend und ich bin überglücklich, dass wir das hier machen können, weil ursprünglich wäre meine Buchvernissage im Kaufleuten-Club geplant gewesen mit sehr vielen Gästen vor Ort. Das ist nicht möglich zurzeit. Und Gesa, ihr seid eingesprungen und das ist total super und leicht surreal, weil wir jetzt hier drinnen überhaupt kein Publikum haben, aber ganz sicher sind, dass zu Hause vor den Bildschirmen Tausende sitzen, also so viele wie im Kaufleuten gar nicht Platz hätten. Gut, das ist ein Abend der vielen Anfänge und deshalb beginne ich jetzt auch am Anfang meines Buches, das braucht keine Erklärung. Dallas war nicht Dallas. Valerie entdeckte keine Ranch, keine Öltürme, nicht einmal Wolkenkratzer. Jedenfalls nicht hier, nicht vom Flughafen aus gesehen, der war wie jeder andere, aus Glas, aus Beton. Beim Anflug hatte sie sich den Airport aufregend vorgestellt,
mit alerten Entscheidungsträgern auf dem Weg zu Millionengeschäften. Stattdessen traf sie auf Menschen, die zu gebrechlich, dick oder müde waren und sich auf Karren durch die Gänge fahren ließen. Doch sie war das gewohnt. Dass sie eine genaue Idee von der Welt hatte und dass die Welt nicht daran dachte, sich danach zu richten. Dallas zum Beispiel war für sie weit mehr als ein Transitbereich auf einem Flug zu einem alten Freund. Dallas war ein magisches Wort, das für sie auf ewig mit der Fernsehserie verschmolz, die sie in ihrer Jugend nie hatte sehen dürfen. All ihr Wissen darüber hatte sie damals aus den Schnipseln der Programmzeitschrift gesogen. Es ging, so viel hatte sie begriffen, um Körper und Konzerne im Zeichen der Gier. Dallas lief immer dienstags. Und mittwochs redeten auf dem Schulhof alle darüber, nur sie nicht. Die Schmach der Ahnungslosigkeit saß tief und sie schwor sich, in einer nicht mehr fernen Zukunft, wenn sie unabhängig und erwachsen wäre, so viele Dinge wie möglich als Erste zu wissen, vor allen anderen. Sie wusste bloß noch nicht wie. Ich finde, du gleichst Sue Ellen, hatte eine aus ihrer Klasse gesagt. Sue Ellen also. Die Gattin des Serienbösewichts, verlebt, verbittert, ständig betrunken. Valerie hielt die ausgerissene Seite der Programmzeitschrift mit Sue Ellen neben ihren Spiegel und suchte nach Ähnlichkeiten. Es mussten die Augen sein, zweigefräßige Löcher und die Haare, gestuft und nach außen geföhnt. Wenig später ließ sie sich eine Dauerwelle legen und glich einem explodierten Schaf. Die Prozedur dauerte mehrere Stunden und sie blätterte sich unter der heißen Trockenhaube durch all die Magazine, die in ihrer ganzen Verwandtschaft nur eine einzige Tante zur Hand nahm. Die Tante las auch Bücher, in denen alles, besonders das Fleischliche, handfest benannt wurde. Und wenn Valerie krank war, brachte sie ihr einen Stapel vorbei. Und das war noch besser als die Cola, die sie literweise gegen Darmgrippe trinken durfte. Die Friseurinnenmagazine hießen irgendwas mit Frau und Herz und Glück und waren wie die Bravo, bloß für Erwachsene, aber auch die Bravo durfte sie nicht nach Hause mitbringen, keine ihrer Freundinnen durfte das. Gemeinsam verschlangen sie in der feuchten Heimlichkeit der Turnhallengarderobe Berichte über Nena oder Nino De Angelo und beugten sich über Stahlschnitte. Strichen sie stinkende Creme auf die Beine und lasen einander beim Warten auf seidenglatt entharte Haut die Dr. Sommer-Kolumnen und den Fortsetzungsroman Die Rauschgiftfalle vor. Ein Boy namens Jochen und ein Girl namens Vanessa waren in die Fänge düsterer Dealer geraten und wenn Jochen sich nicht als Drogenkurier betätigte, würden sie Vanessas Gesicht mit Säure entstellen. Hatten Jochen, Vanessa und die Liebe eine Chance? Hier eine kleine Klammerbemerkung. Diesen Fortsetzungsroman in der Bravo gab es wirklich. Ich glaube, es war 1982. Valerie dachte sich, dass es ein schlüpfriger Spaß sein müsse, so etwas zu schreiben. Sie träumte von einem Jungen, der aussah wie Jochen. In Mathe saßen sie nebeneinander. Er wusste, dass sie auf ihn stand und hatte ihr einen Zettel zugesteckt. Vergiss es, ich gehe nicht mit dir. Deine Haare sehen aus, als hättest du in die Steckdose gegriffen. Die Dauerwelle blieb eine kurze Phase. Als Nena ihre 99 Luftballons steigen ließ, war Valerie 16 und die Tage zwischen Schule, Pizzeria und dem Irish Pub beim Bahnhof wurden ihr lang. Sie schluckte ein Abführmittel gegen ein paar in der Pizzeria angefutterte Pfunde, schlich sich nachts von Darmkrämpfen geplagt am Schlafzimmer der Eltern vorbei aufs Klo, nahm dennoch nicht ab, beschloss, sich so zu akzeptieren, wie sie war. Schließlich riet auch die Bravo dazu. Es fiel ihr schwerer als gedacht, war jedoch ein Fortschritt im Vergleich zu den Krämpfen. Der amerikanische Präsident jener Jahre hieß Reagan und hatte eine beachtliche Karriere als Filmstar hinter sich. Manchmal fuhr die ältere Schwester einer Freundin ein paar Mädchen zur nächstgelegenen Autobahnraststätte. Ein futuristischer Schlauch auf Stelzen, der über die Breite der Autobahn gebaut war. Dort gab es einen McDonald's. Valerie schaute auf die Autos runter, aß Burger und Apfeltaschen, betrachtete ihr Gesicht in der Fensterscheibe und fand sich
das fadeste Mädchen weit und breit. So, dies ist eine kleine Passage zum Einstieg, die ein bisschen in die Irre führt, weil es die Valerie, die ja eine Journalistin Mitte 50 ist, selbst in ihrer Jugend zeigt in den 80er Jahren, die dann vielleicht am Ende mehr mit heute gemein haben, als man das am Anfang annehmen würde. Ja, und wir haben ein kleines Video noch dabei, und zwar, um jetzt auch so ein bisschen das Personal vorzustellen, das vorkommt in Reiz. Deine Kollegin, die Anna Rothenfluh und der Rafi Hasera, die mit dir bei Watson arbeiten, haben sich unglaublich liebevoll und aufwendig mit Playmobil-Männchen dran gemacht, Reiz ein bisschen zusammenzufassen. Und ich würde sagen, wir schauen da jetzt direkt rein. Willkommen bei Reiz, dem neuesten Roman von Simone Meyer. Mit von der Partie sind Valerie. Valerie ist Mitte 50, eine böse und scharfzüngige Journalistin, die vom Zynismus ihres Berufs dermaßen gegerbt ist, dass nichts Menschengemachtes sie noch zu überraschen vermag. Sie ist pragmatisch, mag manchmal ein bisschen harsch wirken, aber vor allem ist sie sehr zufrieden mit sich selbst. Sie ist Self-Love Valerie. Sie hat verschiedene Liebhaber, hier aktuell Theo. Theo ist super reich und super jung, fährt einen Porsche, der sie sofort erotisiert hat, aber tut eigentlich nichts zur Sache. Viel wichtiger ist der beste Freund von Valerie. Hier der F, Schauspieler, 60 Jahre alt, hat früher von Experimentalbühnen herab auf Menschen in der ersten Reihe masturbiert und jetzt ist er eher so Synchronsprecher für Tiger und andere Filmtiere. Er ist selbst ein bisschen Saurier aus dem Männermuseum, muss immer Frauen erobern. Und hat so mehrere Kinder gezeugt, 5. Eins davon ist Luca. Luca ist 19 Jahre alt. Er hat gerade seinen Gymnasialabschluss verkackt. Er arbeitet Teilzeit in einer Fabrik, die irgendetwas Giftiges abfüllt. Ansonsten netter Kerl, Sozialromantiker. Nach ersten Verwirrungen ist er dann auch auf Kia scharf. Was wir alle gut finden, weil Kia cool ist. Hier guckt Kia violettes Haar. Und Kia kommt aus der Aglo, eher aus der Schicht der Besitzlosen, ist nach Kia Motors getauft, weil ihr Vater Automechaniker ist. Und sie arbeitet als Köchin in der Kantine der Kabelwerke. Und zu guter Letzt haben wir Merle. Merle ist ein reiches Pferdemädchen, das zusammen mit Luca in die Schule geht und ihm seinen ersten Blowjob verpasst. Damit wollen wir beginnen. Valerie. Ja, damit wollen wir beginnen. Jetzt ist meine allererste Frage an dich, Simon. Wie, ich hatte jetzt schon wieder das Gefühl, es ist unglaublich viel Personal, das hier vorkommt. Wie gehst du da vor? Du hast ja Valerie, um die alle deine Leserinnen und Leser froh sind, dass sie eben nicht, wie vielleicht mal so ein Gerücht war, hat sie das überlebt, als sie aus dem letzten Buch man sich nicht sicher war, lebt sie noch, lebt sie nicht mehr. Jetzt wissen wir alle seit Reiz, es gibt sie noch. Aber da sind auch ganz viele andere Figuren. Wie machst du das? Also wie gehst du vor? Kommen da immer wieder neue Figuren dazu? Oder weißt du das schon relativ früh, wenn du dir überlegst, wen brauche ich alles für meine Handlung? Also ich finde jetzt noch was Kleines zum Film. Es ist nämlich eine Hommage an eine Reihe, die es bereits gibt auf YouTube. Die heißt Sommers Weltliteratur to go. Und da macht ein deutscher Literaturnerd, macht seit Jahren ganz liebevoll genau diese Filme. Und ich glaube im Auftrag der Reklamheftchen. Und da fasst er dann immer Shakespeare zusammen oder Goethe oder auch mal Peter Stamm. Ja, mein Figurenarsenal, es kam mir jetzt gerade wieder vor, als wären das wahnsinnig wenige, ehrlich gestanden. Aber es ist klar, meine Bücher sind nicht so dick und da sind in Fleisch und Kuss waren es immer 3 Figuren, aus deren Perspektive abwechselnd erzählt wurde. Und jetzt habe ich mich mal auf 2 beschränkt, weil ich dachte, ich will denen mehr Platz geben. Mit 3 wird es wirklich ein bisschen zu verworren. Und ich habe ein paar rezykliert, weil Fleisch, Kuss und Reiz sind 3 Bücher, die lose zusammengehören. Das ist so eine kleine Zürcher Stadttrilogie geworden.
Und der erste, der von Fleisch zu Kuss rezykliert wurde, das ist lustigerweise die langweiligste von allen Figuren, nämlich ein gewisser Alex, er ist immer nur der Mitbewohner. Und am Ende von Fleisch sagte meine Lektorin von Kain und Abba, sagte lustigerweise, weißt du, den Alex, in den bin ich, glaube ich, ein bisschen verliebt. Ich würde so gerne wissen, was mit dem passiert. Und ich habe so gedacht, geht es dir eigentlich noch? Weil es gab nie einen langweiligeren Menschen als Alex. Er sieht zwar sehr gut aus, wie dann in Kuss klar wird und was auch zum Problem wird, aber sonst hat er nichts. Dann dachte ich, okay, gut, probiere ich mal. Dann habe ich den F, den Schauspieler, weitergenommen, weil der ist sehr lustig, der ist auch eine sehr plakative Figur. Und die anderen, die sind immer neu entwickelt worden. Und aus dem letzten Buch war mir dann einigermaßen klar, ich muss die Valerie mitnehmen, weil die Proteste der Leserinnen und Leser, die dachten, sie überlebt den Showdown am Ende des Buches nicht, die waren wirklich zu groß. Und dann hatte ich die und dachte, okay, nehme ich die, aber jetzt verleihe ich der mehr Tiefe, jetzt kriegt die eine Vergangenheit, jetzt kriegt die Beweggründe dafür, damit man versteht, wieso sie so ist, wie sie ist. Und ich brauchte natürlich einen Antagonisten und habe dann studiert, was ist möglichst weit weg von ihr, aber interessant. Ich hätte jetzt natürlich auch ein Kind nehmen können, aber ich finde Kinder literarisch erstaunlicherweise sehr unergiebig. Ich merke das jetzt gerade wieder, ich lese die Trilogie von Tove Ditlevsen und ich bin jetzt im dritten Band und ich finde, es wird immer, immer besser und der langweiligste Band ist eigentlich der erste, die Kindheit, weil Kinder, das ist irgendwie ein begrenzter Erfahrungshorizont, wenn man das so sagen kann. Und deshalb habe ich einen jungen Mann genommen, der so sich in seiner Spätpubertät befindet und der jetzt endlich die Liebe so richtig entdeckt und was sich bei ihm dann so in jeder Faser austobt, also psychisch, psychologisch, körperlich, hormonell, alles zusammen. Und er befindet sich da so in einem Wirbelsturm der Gefühle. Dann hatte ich also die beiden und wusste, ich muss die jetzt organisieren. Und die anderen, die sind quasi nur so Dekormasse. Die sind so wie Figürchen auf einem Kuchen. Und Valerie und Luca, das sind bei der Schwarzwälder Torte, wäre das das Biskuit und die Creme quasi. Und habe dann versucht, habe denen dann jeweils abwechselnd ihre Kapitel gegeben und ihre Erzählstimmen. Und die Erzählstimmen zu bauen, das ist dann das Schwierigste. Ja, du hast ja immer wieder auch, oder du hast mir auch schon mal erzählt, dass du sehr angetan bist von der angelsächsischen Literatur, weil da so ein episodisches, du hast das Bild verwendet, dass es wie wenn einem Ingrid Bergman mit einem weißen Satin-Handschuh über die Wangen fahren würde. Das passiert, das ist so eine Assoziation, die du hast, wenn du angelsächsische Literatur... Also nein, die habe ich bei einer ganz bestimmten Autorin, nämlich bei Rachel Cusk. Ja. Was ich an der angelsächsischen Literatur so schätze, ist erstens, die geben sich so Mühe um eine Zugänglichkeit, um eine Geschmeidigkeit und Eleganz der Sprache. Und ich habe immer das Gefühl, deutschsprachige Literatur widersetzt sich dem so mit Absicht. Und das macht sie nicht leicht zu lesen. Und ich bin mir dann auch nie ganz sicher, ob jetzt die Ansprüche, die die Leute dahinter verbergen und haben wollen oder behaupten zu haben, ob die dann auch ganz wirklich da sind oder ob dann die Sprache nicht einfach ein bisschen ein Vehikel ist, das zu kaschieren. Und also so eine gewisse Inhaltsleere oder Einfallslosigkeit. Das ist jetzt hart gesagt, aber ich muss auch zugeben, ich lese sehr viel weniger deutschsprachige Literatur als angelsächsische oder auch französische. Und die Angelsachsen haben auch diese Berührungsangst nicht von hoher und nicht ganz so hoch angesiedelter Literatur. Also da machen irgendwie alle ein bisschen alles. Und deshalb ist meine Sachen, die ich mache, die sind dort in einem Genre anzusiedeln, das es im deutschsprachigen Raum nicht gibt. Das nennt sich in England und Amerika Middlebrow Literature. Also das ist zwischen Highbrow und Lowbrow. Und da kann man
eigentlich einen riesigen Facettenreichtum von Autoren und Autorinnen ansiedeln, die bei uns auch durchaus so im, also so zwischen NZZ-Feuilleton quasi und Bridget Jones hat da alles Platz. Und das, das mag ich sehr. Ich finde das eine großzügige Haltung der Literatur gegenüber. Und das lese ich auch gern und das schreibe ich gern. Also dann würdest du sagen, dass das vielleicht eine gewisse oder ein Anspruch an eine Kunstsprache, wenn man dem so sagen kann, vielleicht auch über eine wirklich, also so über die Handlung dann gestellt wird. Weil Handlung ist ja dann sehr, sehr wichtig oder ich nehme an, das ist bei dir wahrscheinlich, wie oder wie verhält sich das? Also du hast du zuerst eine, du weißt, du hast einen Plot, du hast eine Geschichte, eine Handlung und schreibst einfach mal drauf los und arbeitest in mehreren Schritten oder dass das dann miteinander sich... Nee, also mir ist eigentlich beides gleich wichtig, mhm. Sprache und Geschichte. Mhm. Ich finde nicht, dass man das eine über das andere stellen soll, wirklich nicht. Und das eine ergibt sich aus dem anderen. Also wie ich versuche, einen sprachlichen Fluss herzustellen, jetzt in Reiz ganz besonders, damit ich die Episodenhaftigkeit der Geschichten von diesen beiden Figuren in diesen Fluss einbinden kann und sich daraus ein gutes Leseerlebnis ergibt. Ich wollte aber von vornherein auch nicht so sehr wie in Kuss, wo ich ein ganz, ganz klares Handlungsraster hatte, was mich dann auch so ein bisschen wie eingeengt hat, als ich das Handlungsraster dann zu füllen begann. Das wollte ich hier nicht machen, sondern ich wollte wie ganz viele Kurzgeschichten über die Liebe erzählen und die dann miteinander verschmelzen, dass es zu einem schönen Ganzen wird. Und deshalb sind hier wirklich Sprache und die einzelnen Kurzgeschichten, es findet sich quasi in jedem Kapitel eine Geschichte, die im Grunde in sich abgeschlossen ist. Und dann findet sich noch drumherum dann quasi dieses Schmelzwasser oder dieser Fluss oder wie auch immer man das nennen soll, der alles miteinander verbindet. Weil ich so ein Panorama der eben Liebesgeschichten, der Liebesmöglichkeiten herstellen wollte, was ein bisschen darüber hinausgeht, dass hier einfach zwei Hauptfiguren sind, die viel erleben. Wenn wir jetzt von der Liebe vielleicht auch direkt zur Sexualität kommen, ich stelle mir vor, dass das Schreiben von, vielleicht ist das einfach so eine Leseempfindung, die ich habe als Leserin, dass ich mir vorstellen könnte, dass das Schreiben von Dialogen einerseits, aber auch das Schreiben von Sexszenen wahrscheinlich zu was vom Komplexesten gehört. Also so irgendwie, da habe ich immer... die größte Bewunderung für überzeugende, authentische, ehrliche Dialoge, aber eben auch zu Sexszenen, wo ich finde, doch, die überzeugen mich genauso. Liege ich da richtig oder wie ist das bei dir? Nee, ich finde, Sexszenen schreiben ist ganz einfach. Man muss nur nicht über Sex schreiben, sondern über alles andere, was passiert, also was in den Köpfen der Leute passiert, wie sich die Emotionen dazu verhalten, wie sie das körperlich wahrnehmen. Aber jetzt so rein diese pornografischen Vorgänge, so ein Körperteil greift ins andere, das ist mir zu mechanisch, das finde ich nicht interessant. Da guckt man dann besser einen Porno. Und das finde ich auch echt, ja, das finde ich auch peinlich. Das finde ich, selbst in 50 Shades of Grey finde ich das peinlich, weil das sind so Gebrauchsanleitungen für Körper. Aber da geht es nicht um diese Chemie der Emotionen und was sich da alles abspielt und auch nicht um diese, was ich bei Sexualität besonders interessant finde, ist, da begegnen sich zwei Menschen und die begegnen sich wirklich nackt und bloß und im Zustand der größten Offenheit. Sie gehen quasi auch so wie so zwei rohe Wesen aufeinander zu und sie sind aber fähig in diesem Zusammentreffen alles miteinander anzurichten, wozu Menschen fähig sind. Also von extremer Wärme bis zu totaler Kälte, von Zärtlichkeit bis zu Erniedrigung, bis zu roher Gewalt. Und das, ja, das ist einigermaßen verrückt. Ich weiß nicht, auf welchem anderen zwischenmenschlichen Feld
außer jetzt im Krieg vielleicht, nein, dort nicht, da gibt es keine Zärtlichkeit, das sonst möglich ist. Aber wie kommst du dann, also wie viele, du sagst jetzt, oh, das ist so einfach, dann würde ich gerne wissen, ja, dann erklär mir kurz oder uns, wie schreibt man eine überzeugende Sexszene? Ja, gut, dass du mich das fragst, weil dazu habe ich was vorbereitet. Nein, eine deutsche Zeitschrift hat mich gebeten, etwas für sie zu schreiben, was irgendwie lose mit dem Buch zusammenhängt. Und ich habe genau darüber habe ich eine Kolumne für sie geschrieben. Sie wollten immer schon mal wissen, wie eine literarische Sexszene entsteht. Nun, dann lassen Sie mich Ihnen die Entstehung des wahrscheinlich längsten Blowjobs der Literaturgeschichte erzählen. Sie beginnt in impressionistischer Unschuld, nämlich so. Die Sonne senkte sich orange in den Zürichsee und hinterließ einen lila Himmel, der bald tintenblau, dann schwarz wurde. Es war eiskalt, der zweitletzte Abend im Jahr. Ich spazierte mit einem Freund durch eine Parklandschaft, die im Sommer zum Seebad wird. Ein paar Schneeflecken lagen wie Wolken auf dem hellblauen Grund eines leeren Kinderbeckens. Wir betraten eine Tankstellenbar. Am Tresen saß eine alte Dame, schlank, gerader Rücken, ebenmäßiges Profil, blondes, leicht toupiertes Haar. Ein Herr setzte sich zu ihr, sie tranken Wein, er ging, sie blieb sitzen. Ich wandte mich ihr zu und sagte, pardon, das hören Sie bestimmt oft, aber Sie sehen aus wie Catherine Deneuve. Was gelogen war, denn die Dame sah besser aus als die Deneuve. Sie freute sich sehr, ich freute mich über ihre Freude, und der Kellner zündete eine Kerze an, die Weihnachten überlebt hatte. Und jetzt, sagte ich zu meinem Freund, möchte ich etwas von dir wissen. Was geht in einem Mann vor bei einem Blowjob? Was geht ihm dabei durch den Sinn? Die kleine Bar stand still. Der Kellner ließ ein paar Eiswürfel fallen. Die Deneuve setzte sich noch etwas gerader hin. Zwei Jungen vergaßen ihre Burger. Ich muss dazu sagen, dass Blowjobs nicht meine Kernkompetenz sind. Doch jetzt wollte ich einen Blowjob in mein neues Buch einbauen. Einen verwirrenden, komischen, unbeholfenen Blowjob zwischen zwei Teenagern, der komplett schief geht. Und ich wusste, dass ich darüber nichts wusste. Ich googelte, wie erleben Männer einen Blowjob auf Deutsch, Englisch und Französisch und stieß auf nichts Wesentliches. Doch weil sich mein Freund sein Geld mit Klugsein verdient, dachte ich, dass von ihm mehr zu dem Thema kommen müsse, als bloß ist halt geil. Er enttäuschte mich nicht. Er erzählte mir, wie so ein Blowjob selbst ein Werk der Fiktion sei. Und jetzt wird es ein bisschen zu grafisch, das lese ich jetzt nicht. Ein Mann, sagte er, male sich vor einem Blowjob stets aus, wie er der Frau dabei zuschauen würde, wie er in dieses Gesicht, in dem er verschwindet, blicken würde, wie er gefesselt ihrem Akt der Zuwendung folgen würde, der immer auch in Kannibalismus umschlagen könnte. Aber genau dies sei nun die Täuschung und schließlich auch immer wieder die Enttäuschung, denn kein Mann würde das Gesicht einer Frau sehen, die vor ihm kniet oder sich über ihn beugt. Und deshalb bliebe der Mythos unerfüllbar, die Sehnsucht danach unstillbar. Ich tat, was man in der Schweiz zum Jahreswechsel ebenso tut und fuhr in die Berge. Dort widmete ich mit neu gewonnener Einfühlsamkeit dem Empfinden eines sehr jungen Mannes beim Blowjob. Er durchlitt alle Schattierungen von Peinlichkeit und der wahrscheinlich längste Blowjob der Literaturgeschichte begann mit der Herstellung eines Parfümflakons und endete in einem Dialog über das umweltgerechte Entsorgen von Nespresso-Kapseln und das Sternbild des Pegasus. Dazwischen herrschte 10 Seiten lang epische Nichterfüllung. Der Junge und das Mädchen, das sich erfolglos an ihm abgemüht hatte, setzten sich danach mit einem alkoholischen Heißgetränk in einen winterlich leeren Pool und waren rührend. Ich setzte mich in Gedanken dazu und hatte sie unsagbar lieb. Und so, verehrte Leserinnen und Leser, kommt der Sex in die Literatur. So was Offenherziges habe ich noch gar nie vorgelesen. Ich bin ein bisschen entsetzt über mich selbst, aber gut. Ja, und noch nie hat mir jemand so das so schwer gemacht, einen schönen Übergang und eine Anschlussfrage zu finden. Oh, was ich noch apropos Fragen noch sagen wollte.
Liebe Leute da draußen, die ihr jetzt alle mit euren feinen Getränken vor den Bildschirmen setzt, ihr könnt Fragen in den Chat, ich glaube, es gibt einen Chat dort, wo ihr das jetzt guckt, könnt ihr Fragen in den Chat schreiben und sie werden uns dann hier nach vorn gegeben und wir beantworten alles. Ich habe eine Frage gekriegt von einer Leserin im Voraus, nämlich ob es den F, den Schauspieler, in Wirklichkeit gibt. Natürlich gibt es den so direkt nicht, wie es auch überhaupt niemanden aus dem Buch in Wirklichkeit gibt. Aber ich hatte schon bestimmte Leute vor Augen. Also ich hatte ganz klar den Schweizer Schauspieler Christian Kohlund vor Augen, der in der Schwarzwaldklinik gespielt hat, der in Hotel unter Palmen und weiß der Teufel was noch spielt. Und also er ist jetzt heute 70, ich hatte den so 10 Jahre jünger in Erinnerung oder vor meinem inneren Auge. Und wenn meine Bücher jemals verfilmt würden, dann müsste der Roland Wiesnecker auf jeden Fall den F spielen. Das wäre dann mein Wunsch. Ja, vielleicht schaut er zu und dann hört er das gleich. Dann könnte er sich auch direkt bei dir melden oder beim Verlag. Du hast jetzt vorhin deine Recherche zum Blowjob vorgelesen und du hast auch gesagt, dass du Sex Education immer wieder geguckt hast oder dass dich das irgendwie inspiriert hat. Auch was hat diese Serie richtig gemacht oder überzeugt gemacht, dass du das als eine, ja, als eine gute auch Recherchequelle? Also Recherchequelle ist ein bisschen übertrieben. Sex Education ist eine britische Serie auf Netflix. Es geht um eine Schule irgendwo in einem Fantasie-England, wo junge Leute versuchen, mit Sexualität klarzukommen. Und es ist so, einerseits ist es wahnsinnig lustig, um zuzugucken, aber es macht sich nicht über die jungen Leute lustig. Und es ist sehr rührend und unglaublich liebevoll und unvoreingenommen und offenherzig. Und das hat bei mir, während ich Reiz geschrieben habe, habe ich das geguckt, so eher so en passant, und dachte so, ah ja, das ist vom Gefühl her, diese Tonalität, die stimmt. Die fängt das auf eine wahnsinnig liebevolle Art auf, weil man befindet sich in diesen Jahren ja in einem so entsetzlichen Chaos. Man kann überhaupt nicht von sich selbst abstrahieren. Also wenn ich denke, wie ich mich damals gefühlt habe und wie ich jetzt darüber nachdenken kann, liegen extreme Welten dazwischen. Und ich wollte dieser Zeit im Leben junger Leute irgendwie so begegnen, so mit Respekt und Einfühlungsvermögen, aber sie auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und das hat bei mir, als ich Sex Education geguckt habe, das hat was getriggert und dann fiel es mir leichter danach. Das war schon so. Also du hast ja wirklich deine zwei Hauptfiguren, die sind an so diametral verschiedenen Punkten in ihrer Körperlichkeit, im Entdecken ihrer Sexualität oder dem Zurückblicken oder so. Was wird denn zum Beispiel im Ganzen, ja, zum Thema Begehren oder was wird denn für dich jetzt auch, wenn wir jetzt nochmal zur Figur von Valerie gehen, was wird denn alles besser mit dem Alter? Man kann ja auch mal sagen, was besser wird, wenn man älter wird. Ja. Also ungefähr vor 15 Jahren habe ich mit einer Freundin, einer Künstlerin aus Berlin, die wiederum 20 Jahre älter ist als ich, haben wir über dieses Thema geredet und ich habe so gesagt, Gunda, du bist jetzt über 50, ist das nicht irgendwie, wie ist denn das? Und ich dachte natürlich, ich höre, oh, es ist entsetzlich. Und sie hat gesagt, es ist das Tollste, was mir je passiert ist, weil ich habe eine andere Einstellung zur Welt bekommen, eine andere Einstellung dazu, wie Leute mich betrachten. Ich erwarte nicht mehr, oder ich will nicht mehr jedem Mann gefallen, ich erwarte nicht mehr, dass Männer mich überhaupt wahrnehmen. Ich gehe ein bisschen unsichtbarer durch die Straßen, aber mit einem sehr viel angenehmeren Selbstbewusstsein, weil es ist mir jetzt ganz vieles auch einfach egal und es ist entspannend und du wirst das selbst merken, wenn du in das Alter kommst. Ja, da befinde ich mich jetzt auch ungefähr und muss sagen, es beginnt langsam einzusetzen. Also ich bin noch nicht so locker wie
meine Freundin und auch nicht so, noch nicht so locker wie Valerie, weil ich habe mir das dann für Valerie sehr zu Herzen genommen, was sie mir damals gesagt hat. Aber ja, man ist dann auf einer anderen Position, also man hat sich im Leben schon genug bewiesen und es gibt jetzt, braucht das nicht mehr dringend, dieses Bestätigung erhalten müssen die ganze Zeit. Ich glaube, Leute, die mich sehr gut kennen, würden an dieser Stelle sagen, sie lügt, weil jetzt gerade in dieser Zeit, wo ein Buch frisch auf dem Markt ist, braucht man schon extrem viel Bestätigung und freut sich auch drüber, wenn man sie kriegt. Ja, wollen wir direkt zu einer Szene kommen, wo wir jetzt noch mehr über Luca erfahren und da vielleicht zuerst ein bisschen mit Musik einsteigen? Ja, gern. Weil man macht sich ja auch immer Gedanken dazu, was ist die Atmosphäre, in der so eine Szene stattfindet, was ist der Soundtrack, den sie trägt. Und wir befinden uns jetzt in einem, nachdem wir eingestiegen sind mit dem Sound der 80er Jahre, mit Nena 99 Luftballons, mit Nino De Angelo, es kommt dann auch noch Madonna und so weiter, sind wir jetzt genau heute und in einer Welt, in der angenehmerweise Corona nicht existiert, das muss man dazu auch sagen. Und der Soundtrack, der zu dieser Szene gehört, der auch aus dem auch ein Satz noch zitiert wird, der ist von einer 19-jährigen Künstlerin, die ich wirklich sehr verehre und für eine ganz große halte, nämlich von Billie Eilish. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? The pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. Und dann kam Liv. Sie war schon fast 19, er erst 17. Sie kannte den Türsteher des Clubs, in den alle wollten, stellte sich vor ihn hin, steckte ihm ihre Hand in die Hosentasche, ließ eine ziemlich potente Pille darin verschwinden und Luca durfte rein. Denn das war Liv. Ein Mädchen mit interessanten Verbindungen nach Amsterdam, aus denen sie zu Hause gesellschaftlichen Profit schlug. Luca hatte überhaupt nicht geplant, mit Liv im Club aufzuschlagen. Er war bloß auf dem Rad vorbeigefahren, stehen geblieben, hatte die Mädchen in der Schlange bewundert und eine unbändige Lust nach Bier, Musik und Bewegung verspürt. Eines der Mädchen hatte sich umgedreht, ihr Haar war so kurz, dass er ihre Kopfhaut sah. Sie war groß und durchtrainiert, war im Schwimmverein und trug echte Spitzenunterwäsche. Das erzählten die anderen Mädchen aus dem Verein, vor allem aber ihr Freund, der darauf sehr stolz war und am liebsten über die Anatomie der Frau im Allgemeinen und die seiner Freundin im Besonderen redete. Sie winkte Luca aus der Schlange heraus zu, winkte ihn herbei und da standen sie und begannen miteinander zu reden. Es war gar nicht schwierig und Liv rührte ihn, doch er wusste nicht wieso, vielleicht weil die Haut so verletzlich durch ihr borstiges Haar schimmerte. Drinnen tauchten Lichteffekte den Raum in bunte Blasen. Es war wie in einer Lavalampe. Liv wurde himbeerrot und himmelblau übergossen. Das Licht perlte an ihren Beinen entlang zu Boden. Ihre Hotpants waren so kurz wie ihr Haar. Luca starrte auf die geschmeidigen Muskelstränge, die ihre Beine nicht nur zu auffallend attraktiven Beinen, sondern zu etwas Metaphysischem machten, einem Wurzelwerk, einem Ort, wo Kraft in Schönheit verwandelt wurde, einem
Liv zog ihn zu sich heran. Auf ihrer ausgestreckten Zunge lag die Hälfte einer Pille und ohne zu überlegen küsste er sie und schluckte die Pille mit einem Gemisch aus ihrem und seinem Speichel runter. Zwischen seinem Hirn und seiner Schädeldecke öffnete sich etwas Grenzenloses. Es war göttlich und galaktisch und Liv ebenso, und obwohl er sich bis vor einer halben Stunde noch nie mit ihr unterhalten hatte, wollte er jetzt für immer alles an ihr ergründen, den Flaum auf ihrer Wange, den Glanz auf ihren Augenlidern und vor allem diese Beine. Er war völlig verschossen in diese Beine, die wahrscheinlich stark genug waren, ihm das Genick zu brechen. Er streckte seine Hand aus und berührte sie, wo die Hand das gerade tun wollte, und Liv begann zu kichern, was überhaupt nicht zu ihr passte und süß war. Er hatte nicht gedacht, dass sie so weich sein könnte. Ein Mädchen mit grünem Haar sang, dass es Schluss machen wolle, und zwar mit sich selbst. Der Song war wie die Sache mit seinem Hirn und seinem Schädel, erhaben, überwältigend, sehr, sehr gut. In seiner Hand war plötzlich ein Glas mit viel Eis. Keine Ahnung, hatte er sich das geholt, und was war das? Wasser? Er nahm einen Schluck, na, eher Wodka als Wasser, auch gut, also besser. Auch Liv trank das, sehr gut. Es war wichtig, dass sie jetzt das Gleiche erlebten und spürten, dass sie eins waren. Noch nie war ihm eine Frau so nah gewesen. Gut, seine Mutter natürlich, als er in ihrem Uterus herumgeschwadert war. Aber das hatte er ja nicht bewusst erlebt. Das war einfach geschehen. Jetzt hingegen hatte er die volle Kontrolle. Ja, das war doch so. Jetzt war er hier mit Liv. Nein, falsch, er war nicht einfach mit Liv. Er war dabei, mit Liv zu verschmelzen. Sie war die Verlängerung seiner selbst. Ihre Beine waren plötzlich seine. Verrückt. Sie hatten gemeinsam 8 Gliedmassen. 4 Arme, 4 Beine. Er konnte sie unmöglich auseinanderhalten. 2 der Arme schlangen sich um seinen Hals. Eine Wange klebte sich an seine. Liv flüsterte, dein Glück, dass du so niedlich bist, Lucky Luca. Komm mit. Draußen suchten sie ihre Räder. Eine ganz dumme Idee, dachte er noch. Dann torkelten sie bereits nebeneinander auf der Straße. Erst verfing sich ihr, dann sein Rad in den Straßenbahnschienen. Auch dies taten sie zusammen, dachte er entzückt. Er schürfte sich die Hände auf, ihr nacktes Knie blutete. Am liebsten hätte er sich mitten auf die Straße gelegt und den Lauf der Schienen verfolgt, die sich immer wieder teilten oder kreuzten, als wäre ein silbernes Geschenkband völlig konfus um die Stadt gewickelt. Autos hupten, das wirkte ernüchternd, aber nur für ein paar Momente, vor allem wirkte es erheiternd, und als sie vor Livs Haus standen, schmerzte sein Zwerchfell, so viel hatten sie gelacht. Livs Eltern besaßen ein Stockwerk in dem herrschaftlichen Stadthaus und eine Mansarde dazu, die Liv seit Jahren alleine bewohnte. Es gab dort alles, ein kleines Bad, eine Küchennische mit einem riesigen Kühlschrank und ein Terrarium neben dem Bett. »Hast du Angst?«, fragte sie und schlüpfte aus ihren Stiefeln. »Angst? Nie gehört«, sagte er und ließ sich auf ihr Bett fallen. Sie schmiss ihre Jacke in eine Ecke und zog ihr T-Shirt über den Kopf, Spitzenunterwäsche, tatsächlich. Er wollte aufstehen, seine Finger mussten unbedingt dem Lauf des Musters folgen, jetzt sofort. Etwas zog ihn nieder, er konnte es nicht näher beschreiben, ein strahlender, glühender Stein vielleicht. Sie reichte ihm eine Flasche Wasser, dann griff sie mit ihrem nackten Arm in das Terrarium und als ihre Hand wieder zum Vorschein kam, waren daran nicht 5, sondern 13 Finger. Es war unfassbar cool. Sie ließ sich vorsichtig neben ihm auf das Bett gleiten, legte sich die Hand auf den Bauch und entließ das Tier. Ihr Bauch war sehr flach und vibrierte im Takt von immer kürzeren Atemzügen. Die Spinne saß still. Saß über dem Bauchnabel, saß zwischen Spitzen-BH und dem Saum der Hotpants und markierte ihr Revier. Sie hatte schwarz und orange geringelte Beine und einen pelzigen Körper. Luca hatte keine Angst vor ihr, aber er traute ihr nicht und wollte nicht, dass Livs Atem wegen der Spinne schneller ging, sondern seinetwegen. Ja, ich bin immer noch bei dieser Spinne. Das hat mich jetzt so abgeholt? Abgeholt, durchaus. sehr überzeugt.
Ich habe mir jetzt einfach die Frage gestellt, wie geht das jetzt eigentlich weiter mit dieser Valerie? Ich meine, dann haben beim letzten Buch die Leserinnen und Leser gedacht, oh Gott, wird sie, ist sie tot, gibt sie es noch? Jetzt in Reiz ist sie wieder da. Du wirst die wahrscheinlich nicht mehr los, oder? Alle fragen mich das. Also entweder fragen sie, bist du Valerie? Dann muss ich sagen, wirklich nicht. Oder sie fragen, das habe ich nicht gefragt. Ich wirst gesagt, du Valerie weiterschreiben? Dann sage ich meistens auch wirklich nicht, weil ich denke, diese drei Bücher, die sind jetzt auch in sich so abgeschlossen. Also Reiz ist wie das große Buch, der, obwohl viel, viel passiert und die Menschen und ihre Herzen und so sich in Unruhe befinden, eigentlich das große Buch der Beruhigung, der Beschwichtigung. Für mich ist jetzt ein Schluss gefunden. Aber man weiß ja einfach nie, was passiert, ob sie nicht in 10 Jahren ein Comeback haben wird als Großmütterliche. Nein, das wird sie nie. Man weiß es einfach nicht. Also, aber im Moment, zum jetzigen Zustand, wenn ein Buch noch so frisch ist, habe ich sowieso keine Idee, was ich jemals wieder schreiben könnte. Das heißt doch, aber da käme Valerie nicht drin vor. Wie ist das denn für dich, wenn deine Leserinnen und Leser so unmittelbar, so direkt auf deine Figuren reagieren und so Fan sind? Wie verhältst du dich dem gegenüber? Freut dich das oder findest du das irgendwie auch vielleicht teilweise befremdlich, wenn da so viel Identifikation stattfindet? Nein, das freut mich doch. Also Valerie ist ja auch eine coole Figur. Schlimmer finde ich es, wenn sich, also zum Beispiel in Fleisch gab es einen Mann, einen mittelalterlichen Mann, der sehr starke Züge von einem Incel, würde man heute sagen, trug und der sich dann das Leben genommen hat. Also eine sehr unglückliche Figur, die eigentlich in relativ stabilen Verhältnissen beginnt und dann zunehmend zerfällt. Dann haben mir viele Männer zu dieser Figur gratuliert und gesagt, genau so ist es. Und ich dachte so, oh nein, das wollte ich nun aber wirklich nicht, weil der für mich wirklich, das ist eine rein tragische Figur und der ist auch nicht sonderlich angenehm. Also das ist niemand, mit dem ich mich im richtigen Leben unterhalten würde. Aber als literarische Figur fand ich den toll. Und dass sich dann Leser mit der Figur ausgerechnet identifizieren, das hat mich ein bisschen verstört, muss ich sagen. Wenn Leute kommen und sagen, oh, ich möchte gerne sein wie Valerie, aber ich weiß genau, ich schaffe es nicht, dann denke ich, ach, ist das herzig. Das ist ja klar. Wie kommt es eigentlich zu den Titeln deiner Bücher? Gibt es dahinter einen Plan? Oder ein Geheimnis? Nein. Ja, was ist das Geheimnis hinter den Titeln? Also, das ist ganz einfach. Nein, es gab Fleisch, erhielt seinen Titel, weil meine Lektorin eines Tages sagte, du, für die interne Verlagskommunikation brauchen wir irgendeinen Arbeitstitel. Und ich sagte so, ja, es geht um Leute, die gerne Fleisch essen und die gerne Sex haben. Komm, Arbeitstitel Fleisch, hat sie gesagt, ja, ja, cool. Dann stand das plötzlich in allen Dokumenten und hat sich verselbstständigt. Und als es darum ging, einen anständigen Titel, also so schön poetisch, lang mit einem Vermutung oder einem Fragezeichen oder irgendwas zu suchen, blieben wir bei diesem Fleisch hängen. Dann Kuss war von Anfang an klar, weil da ist ein Kuss die Scharnierstelle zwischen mehreren Figuren und zwischen realem und imaginärem Raum. Und dann haben wir uns bei Reiz sehr schwer getan, hatten einen Arbeitstitel, der hieß erst Trost. Jetzt sind wir froh, haben wir den nicht realisiert, weil ja von der, wie heißt die deutsche Autorin, die das literarische Quartett moderiert, Thea Dorn, ist jetzt gerade ihr neuer Roman erschienen, der heißt Trost. Also ist gut, sind jetzt nicht zwei Troste auf dem Markt. Und dann sind meine Lektorin und ich essen gegangen. Und während des Essens, wir hatten schon etliche Gläser Wein getrunken, muss ich sagen, kam uns plötzlich der Gedanke, dass das Reiz heißen könnte. Was gut ist, weil Kuss war ja schon so eine Spur metaphysischer als Fleisch. Fleisch ist ja sehr down to earth. Und Reiz musste dann nochmal ein bisschen
bisschen drüber sein quasi. Also mehr Idee als Ding. Und eben und möglichst vieldeutig. Und deshalb waren wir dann am Ende sehr glücklich mit diesem Titel. Gibt es zwischenzeitlich vielleicht Fragen aus dem Publikum? Ja? Oh, wow. Das ist jetzt. Ja, es gibt Fragen. Ich leite sie sonst gerade mal weiter. Und jemand fragt, ein Roman ist ein 2 Jahre andauernder Geburtsvorgang. Welcher Teil ist besonders qualvoll, welcher besonders beglückend? Oh, ich rede gerne darüber. Also qualvoll, abs für mich, ich bin ein monströs ungeduldiger Mensch. Und es ist für mich die größte Qual ab dem Moment, wo das Manuskript ganz, ganz fertig ist. Ich wirklich nichts mehr tun kann, es geht in die Druckerei und dann vergehen aber noch 2 bis 3 Monate, bis das Ding unter die Leute kommt. Und das ist dann so, wie wenn man ein Kind geboren hätte, aber es hängt immer noch an der Nabelschnur und man möchte die ganze Zeit diese Nabelschnur durchschneiden und sagen, und jetzt renn endlich oder jetzt mach endlich und es darf nicht so richtig. Und es ist ganz komisch, man ist dann auf eine seltsame Art noch damit verbunden. Und wie gesagt, mir als ungeduldigen Menschen fällt das einfach irrsinnig schwer, wirklich. Also ich, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, vergitzle dann fast jeden Tag. Am schönsten, das ist eigentlich ein sehr langer Moment, ist die Zeit des Schreibens und noch nicht überarbeiten müssen. Also quasi bevor, einfach der kreative Prozess, bevor es dann zur Lektorin geht und dann die anstrengende Kleinarbeit, die dann auch noch mal Monate dauert, beginnt. Aber so diese ungefähr grob gesagt 8 bis 10 Monate, in denen ich einfach nur am Schreiben und Plotten und für mich überarbeiten bin, das ist wirklich auch sehr rauschhaft. Und da bin ich einfach, wenn ich dann dran bin, bin ich total glücklich. Ja, danke vielmals für die schöne Antwort, sehr bildlich. Und jetzt kommt noch eine ein bisschen witzigere Frage, die sich auf die Zeit zu Beginn des Romans bezieht, also zu Valeries Jugend. Und da fragt jemand, die Frage lässt mich nicht mehr los. Gab es in den 80ern schon Apfeltaschen im McDonald's? Ja, ich habe sie selbst gegessen. Ja, gab's. Nein, das war also, es gehörte so zu den glückseligen Momenten meiner Teenie-Jahre, die nach Basel fahren, in einen McDonald's gehen und Apfeltasche. Ich hatte nicht gern Burger, muss ich dazu sagen, weil dort hatte es Essiggürkchen drin und ich mag Essig nicht. Aber die Apfeltaschen fand ich grandios. Heute kann ich die leider nicht mehr essen, weil ich mir so eine Glutenallergie eingefangen habe. Das geht alles nicht mehr. Heute kann ich bei McDonald's nur noch die Fritten essen. Das ist nicht so toll, muss ich sagen. Aber ja, das gab's, ja. Danke vielmals, das sind momentan alle Fragen. Also ich übergebe das. Ja, das war ein tolles Fragen. Sind aber auch die wesentlichen Fragen gewesen, finde ich. Genau. Etwas ist mir noch eingefallen, als ich heute, als ich noch viel mehr Billie Eilish gehört habe, als jetzt hier lief, weil für mich ist diese, ich habe das Gefühl, nein, die Wahrnehmung von kreativer Arbeit ist ja immer total unterschiedlich. Je nach Mensch, bei dem sie ankommt. Weil ich glaube, Billie Eilish empfinden viele Leute als die Musik jetzt als extrem unterkühlt. Und für mich ist sie wahnsinnig warm. Also der Versuch, Wärme in einer ganz kalten Welt herzustellen quasi. Und so geht es, glaube ich, auch einigen Leuten mit meinem Buch, weil Elke Heidenreich hat letzte Woche, das hat mich sehr gefreut, meinem Verleger eine Mail geschrieben oder SMS und dort drin stand, Reiz ist großartig, klug, warm, menschlich. Und ich musste so lachen, weil klug, ich kenne Leute, die ich als klug einschätzen würde, mich nicht. Und warm ist das Buch von mir aus gesehen auch. Aber ich hatte am gleichen Tag von irgendwelchen deutschen Bloggerinnen, die hatten sich darüber unterhalten, dass sie meine Bücher nicht mögen, weil sie die so unterkühlt oder eiskalt oder irgendwas auf jeden Fall nicht warm finden. Und ich habe mir die Frauen dann versucht vorzustellen und es kam immer dabei heraus, sie
trinken Latte Macchiato und essen irgendwelche Kringel mit rosa Glasur drüber oder so in dem Stil. Also ja, weil wenn man das noch wärmer schreiben würde, als es ist, dann wäre es Kitsch. Ich wollte gerade fragen, wirklich nicht. Dass du hast kein gutes Verhältnis zum Kitsch. Doch, oder gibt es, doch. Was ist dein Verhältnis zum Kitsch? Mein Verhältnis zum Kitsch ist intakt, würde ich sagen. Ich konsumiere gern Kitsch, aber ich gebe mir Mühe, selbst keinen herzustellen. So muss ich sagen. Weil wenn man das tut, dann ist man, also dann versenkt man sich einfach in die Rosamunde Pilcher-Schublade, da kommt man dann, glaube ich, auch nicht mehr raus. Und die Figuren, die ich entwickle, die gehören da nicht hin. Möchtest du den Schluss lesen? Ja, ich möchte den Schluss lesen, weil ich mag den so. Und er verrät auch gar nichts, weil die, wie gesagt, die Geschichten, die passieren, die traumhaften oder die traumatischen. Kriege ich jetzt da gerade einen Befehl, dass noch eine Frage rangekommen ist, oder habe ich das falsch verstanden? Dann erledigen wir doch zuerst noch diese Frage. Es wird so spannend. Für die Verzögerung, jetzt kommt eine sehr spannende Frage. Und zwar, welche Frage wunderst du dich immer, dass sie nicht gestellt wird? Fändest du aber spannend. Kannst du dir also noch selbst eine Frage hier stellen? Gott. Ja. Eine Frage, die mir nie gestellt wird, die ich wahnsinnig gern beantworten möchte. Frau Meier, lieben Sie Erfolg? Ja. Nein, Quatsch. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich fand die gut, die Frage und die Antwort auch. Sie ist auch ein bisschen ehrlich. Nein, ich lasse mich von Fragen. Es gibt viele Fragen, die kriegt man immer und ewig gestellt und die kann man dann nach dem vierten Mal echt nicht mehr hören. Und sonst, ich bin völlig offen und lasse mich überraschen und ich beantworte auch alles. Auch wenn es manchmal nicht angenehm ist. Okay. Der Schluss geht so: es findet eine Art Gartenparty statt, wo Luca arbeitet mittlerweile bei Valeries Zeitung als Praktikant und er hat dort Kia kennengelernt, die im Playmobil-Film so schöne lila Haare hatte, eine junge Tänzerin. Und Lukas Mutter lädt nun Valerie und Luca und Kia und F, der Lukas Vater ist, zu sich nach Hause ein. Und es geht einfach darum, sie treffen sich in dem Garten. Es ist so eine kleine atmosphärische Sache. Ja. Und dann war Sonntag. Und der war in der Stadt, die sich für eine Metropole hielt, schlimmer als auf dem Land. Denn auf dem Land trafen sich sonntags immer noch ein paar in der Kirche und viele im Landgasthof. Wespen ertränkten sich in Gläsern mit Apfelschorle, Kinder rannten auf den Spielplatz, ermattete Eltern blieben sitzen, tranken Bier und wollten nie mehr aufstehen. Und von der Vogelstation her war das Schnäbelklappern der Störche zu hören. In der Stadt gab es dies alles auch, jedoch nur in den Randbezirken oder reichen Vorortgemeinden. Die Stadt selbst war tot, war ein entkerntes Haus. Ein paar Touristen, die an die sonntäglichen Ladenöffnungszeiten von London oder New York gewöhnt waren, irrten verstört zwischen den Fassaden der Luxusgeschäfte hin und her. An Sonntagen könnte es Bomben auf die Innenstadt regnen, dachte Valerie. Sie würde unwiederbringlich zerstört, doch Menschen würden fast keine getötet. Sie schlenderte durch die leeren Straßen. Sie waren angenehm schattig. Unter Bäumen blühten Wildblumen und Rosen. Sie ging einen Hügel hinauf und näherte sich dem Riegelhaus, das sich an die Flanke des Weinbergs schmiegte, als suchte es einen letzten Halt, bevor es endgültig in sich zusammensackte. Die Hitze hüllte es in flimmernden Dunst. Sie ging ums Haus und da waren sie, im Schatten eines Kirschbaums,
zwei und zwei und einer, die Goldschmiedin mit ihrer Freundin, Luca und Kia und F. Sie trat zu ihnen hin, gab Luca, Kia und der Freundin die Hand, ließ sich von der Goldschmiedin kurz umarmen und von F lang. Bekam ein Glas in die Hand gedrückt mit hellem Wein, der aus dem Weinberg stammte, trank und wurde ruhig und glücklich. Der Himmel über dem Garten war blau, doch von Osten her zogen mächtige schwarze Wolken heran, ein Gewitter und Hagelschlag standen bevor und sie konnten alle ihre Augen nicht von den quellenden Wolken abwenden. Sie hielten inne und hielten den Atem an. Es war möglich, dass sich das Unwetter auflöste, bevor es die Stadt erreichte. Es war auch möglich, dass die Hagelkörner Weinberg und Garten verwüsteten. Alles war immer möglich, dachte Valerie. Das Beste, das Hässlichste und das Unberechenbarste. Was bliebe von ihnen, wenn die Welt jetzt unterginge? Am ehesten wohl ein Schmuckstück der Goldschmiedin, dessen Metalle und Steine schon seit Millionen von Jahren existierten. Vielleicht würde es nach der Sprengung der Welt ins All hinausgeschleudert und dort von einem fremden Wesen geborgen. Vielleicht gab es dieses Wesen aber auch nicht. Das Ende wäre einfach das Ende und sie hätten alle nicht die geringste Spur hinterlassen. Nicht im All, nicht in der Zeit und auch nicht in den verglühenden Partikeln aus Weltschrott, die noch ein paar Lichtjahre lang durch die unendliche Dunkelheit trieben. Nichts, was Valerie erlebt oder gesehen hätte. Keine ihrer Lieben und Verletzungen, keine Stadt, kein Land, kein einziger ihrer Tausenden von Texten wäre dann von Bedeutung und auch nicht ihrer Großmutter oder F. Alles wäre gelöscht, alle Freude, aller Schmerz. In einem Anfall von Demenz würde das Universum die ganze Geschichte der Menschheit vergessen. Es wäre ihm ein Trost. Sie blickte auf die Stadt, den See, die schwarze Wand, die schon die ersten Wellen ins Wasser entsandte, den Weinberg, dessen Grün sich grell vom Schwarz abhob. Sie sah Kia und Luca, die sich nach Zukunft verzehrten. Sie sah die sich liebenden Frauen, sah sich und F. Sie waren zu sechst. Sie standen beieinander wie träumende Tiere und erwarteten das Wetter. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Das war die Buchpremiere von Reiz von Simon Meyer. Und bevor wir jetzt zum Büchertisch rübergehen, was ja sich so gehört nach einer Lesung, kommt noch eine kleine Überraschung, weil nur weil Sie jetzt alle zu Hause sind, heißt das ja nicht, dass man noch ein kleines Feuerwerk zünden muss. Die Moderatorin hat die Bühne verlassen und sucht hektisch nach Dingen. Was ist eine Buchpremiere ohne eine adäquate Tischbombe? So. Quasi ein Buch ohne Umschlag. Jö. Ja. Alles ist großartig. Und ich sehe da ganz viel. Ich sehe ganz viele Schöckeli, das ist super. Es hat Glückskekse. Da stehen ja dann immer so gescheite Sachen drin. Und ja, das musst du dir jetzt ein bisschen zusammensuchen. Vierblättrige Kleeblätter und Glückstee. Ja, cool. Und Tee. Ich dachte erst, als ich das von oben gesehen habe, ohne Brille, dachte ich, das wären Kondome. Aber es hätte gepasst. Du. Man konnte sie nicht selber füllen, dann wäre es noch teurer geworden, weißt du. Vielen, vielen Dank, das ist toll. Ich glaube, jetzt gehst du direkt an den Büchertisch, ja, oder? Der Büchertisch findet virtuell statt. Ich glaube, das wird jetzt eingeblendet. Ja, der Mann gibt ein Zeichen. Also, Orel Füßli macht das netterweise.
Sie können auf die eingeblendete E-Mail-Adresse bis morgen Freitag 12 Uhr eine Mail schicken, in der stehen soll, also natürlich Ihre Adresse oder die Adresse des Menschen, der das Buch bekommen soll, an wen ich das, wem ich das widmen soll, weil ich werde das morgen Nachmittag im Aurel Füssli signieren gehen, und ob Sie das am Samstag im Aurel Füssli, nämlich der Kramhof-Filiale, selbst abholen oder ob Sie sich das schicken lassen wollen. All diese Informationen sind wichtig und ich hoffe, ich habe das jetzt auswendig, ich habe das jetzt richtig weitererzählt. Ja, ich glaube. Ja, ja. Also bis Freitag, 19. März, 12 Uhr, kramhof@aurelfuesli.ch, draufschreiben für wen und ob Sie das am Samstag oder danach selbst abholen oder ob das per Post geschickt werden soll. Und ich schreibe rein, was immer Sie mögen. Okay, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein bei diesem seltsamen und aber seltsam geglückten Event, den wir heute Abend durchführen durften. Lieben Dank, liebe Nora, liebe Gesa und liebe Technik da hinten und da neben mir. Und ich habe alle eure Namen vergessen. Und ja, danke. Ja, kommen Sie gut nach Hause oder einfach in Ihre Küche oder Ihr Schlafzimmer. Trinken Sie noch ein Glas. Wenn Sie das Buch noch nicht gelesen haben, tun Sie es noch. Ja, einen ganz schönen Abend zu Ihnen nach Hause.